Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Grid und wir machen heute weiter mit der. So, Headset richten. So, jetzt bin ich da. Mit der International Suite Series Group 2, also Gruppe 2. Vier Rennchen in Shanghai, Havanna. Dann müsste das Okutama. Ach Gott, schon wieder die Strecke. Und Paris sein. So, ich mache mir kurz meinen Energy Drink auf. Ja, und dann geht's weiter los. Auf geht's. Liebe Leute, drei Rennen haben wir, dann haben wir den ersten Teil durch und dann machen wir weiter, schon mit dem zweiten Teil nächste Woche. Also wir ziehen heute komplett hier die beiden Rennen durch, klar. Nicht heute, sondern die Woche. Was sehen wir, zwei jeweils vier Rennen sind und dann geht's vom Finale nach Paris am Montag. Und dann können wir nämlich am Dienstag schon mit dem Start in die Pro Racing machen, gehen. Oh, das sind noch nicht so viele Rennen. Also glaube ich eins, ja gut, die zwei hier am Ende, drei. Sind nur drei Vierer mit dabei. Naja, schauen wir, egal. Wir gehen mal rein, einfach. Los geht's. So, was haben wir denn für Autos? Wir haben unseren Aston Martin, den nehme ich natürlich dann direkt auch und let's go. Jan Antonio Van, so heißt das Rennen. Der Auftakt in Shanghai. Naja, schauen wir einfach mal. Sind wir nun mit der ersten Runde. Kristen, was denkst du? Es ist das Eröffnungsrennen und ich glaube, wir werden sehen, wer hier ist, um die Konkurrenz kennenzulernen und wer von Anfang an dominieren will. Danke, Kristen. Es dauert nicht mehr lange und das Eröffnungsrennen kann losgehen. Bleiben Sie dran! So. 14.000 Mal. Oh, das ist aber auch. Das ist nicht die Strecke rückwärts. Da. Ah, ich muss ein bisschen raus, weg von der Wand. Und ich ziehe mir gerade hier mal mit meiner Au über die Außenbahn. Und bin ja schon auf 6, also Teamkollege ist auch schon mal ein bisschen vorgefahren. Der hängt momentan auf jetzt 5, also einer vor mir, das ist der. Das ist der erste Mal, den wir da vorne spielen werden. So, und hier geht normalerweise das Rennen auch los, aber jetzt gehen wir mal in Führung. Ein bisschen konzentrieren, weil es hier diese blöden, fiesen Stellen sind. Man sich auch ganz schön beschützen kann, drei Runden mit uns heute. Und da sind wir schon in Runde 2 bis 3. Tolle erste Runde. Du bist in Führung. Ja, die erste Runde war top. Wir sind echt fast ohne Probleme durchgekommen. Wir können jetzt hier schön durchfliegen. Mit unserem 250 km/h, die der letzte Martin drauf kriegt. Und hier schön reindriften. Und das war ein bisschen zu viel gedriftet. Aber trotzdem nicht. Aber kaputt. Wir können ein bisschen abdriften. Oh,
So, das letzte Rennen mit dem Auto haben wir ja nicht gewonnen, haben wir den alten Teamkollegen. Den wir da ja vorbeigelassen haben. Ja. Okay, das geht gerade so noch. Automat extrem laut, ne? Hier schön sauber in die Kurve rein. Diesmal hat es gefunktioniert. Da wurde vorher also nicht so ganz funktioniert. Schön sauber da reingedriftet. Ich kriege immer die Karre ein bisschen rumgezogen. Da hat es irgendwo gerade geknallt und hier auch nochmal. Bei mir zumindest. Teamkollege auf 4. Ich hoffe, dass er zumindest noch einen kriegt. Dann wär gut. Aber wir haben ja 4 Rennen zusammen. Jawohl, liebe Leute, wir haben es geschafft. Das erste Rennen geht an uns. So, ich muss mich nur noch mal kurz auf meinen Stuhl setzen, weil ich muss kurz das nächste Video für euch reinhauen. Muss ja ein bisschen schneiden noch, nebenbei. So, wir gehen direkt ins zweite Rennen gleich. Das dürfte jetzt Havanna müsste es sein. Als nächstes, denke ich mal. Naja, wie du mal soll, gehen wir rein ins zweite Rennen diese Serie. So, auf geht's. Havanna. Diesmal eine Kurzstrecke. Das haben wir auch diesmal nur 5 Runden. Also 5 Runden Rennen. Willkommen zum heutigen Event, das wohl recht gut werden sollte, Kristen. Was hat die Grid World Series heute zu bieten? Diese Serie gehört zu den diszipliniertesten, Alex. Mehr als bei all den anderen verschiedenen Arten von Motorsport, die es bei der Grid World Series gibt, geht es hier um pure Fahrkünste auf höchstem Niveau. Danke, Kristen. Wir melden uns gleich zurück mit dem Start. Was wird das für ein Rennen werden? So. So, Platz 7. Also wir stehen voll mit dem Feld und müssen jetzt erstmal gucken, dass wir ein bisschen nach vorne gearbeitet bekommen. Man hängt aber schon fast vorne dran.
Ja, tut mir leid, habe ich mich jetzt ein bisschen rabiat vorbeigedrückt, aber bin vorbei. Ah, natürlich haben sich alle Männer. Die erste Führung, erste Runde ist durch, eine Minute 6 fahren wir. Also zumindest die erste Runde war das so. Ja, wir sind ja mitten in der Season 1, also so lange haben wir auch nicht mehr, dass wir mal die Season 2 fahren können. Vielleicht nur 2-3 Wochen noch. Aber ich weiß nicht, ob wir sie komplett durchkriegen. Ich versuche es natürlich. Ja, wir hauen das Spiel durch, komm, egal. Da geht halt nichts, dass wieder auf einem Block, dass das Spiel durch ist. Formel 1 bleibt ja bei mir. Und in 20 Uhr noch drei Runden werde ich dann anders belegen müssen. Gerade weil ich ja jetzt dienstags und sonntags Formel 1 fahre, da ist es schwierig. Ich fahre ja nicht mehr freitags. Seit kurzem jetzt, seit der Woche jetzt. Und jetzt wieder falls dienstags wieder. Naja, okay, let's go. Der Teamkollege auf 7. Also sagen wir mal so, der ist Martin, der geht definitiv gut, weil in kurzer Zeit jetzt haben wir den Teamkollege jetzt auch nicht ganz so gut gemacht. Ich habe das ja noch ein bisschen was geholt. Und auch ich bin im letzten Rennen echt sehr gut durchgekommen, ohne Probleme. So, Runde 4. Auf eine Minute packen wir nicht. Noch zwei Runden zu fahren. Wir haben eigentlich Rückstand sogar. Nicht reichen, um eine Minute zu packen, oder? Nein. Aber eine 1-0-0, das ist nicht viel gewesen. Letzte Runde. Verteidige deine Führung. Jetzt 6 ist er mittlerweile, also ich hoffe, dass er da nur noch ein bisschen was da vorne kommt, als ein Plätzchen. Ein bisschen angeeckt. Leider war es gerade neue Bestzeit, da haben wir ein bisschen was verloren, aber so eine Minute 5, die war da halt, also eine Minute glatt und dann eine halbe Sekunde.
Ja, wir sind fast bei, wir haben jetzt auch schon bei Level 80. So, noch zwei Rennen haben wir jetzt. So, jetzt haben wir noch den Okutama-Sprint, allerdings etwas kürzere Variante, sehe ich gerade, weil ich kenne die auch schon mit der 10-Kilometer-Variante, das ist okay. Oh, ich stehe nur 4, sehr gut, ich stehe sehr weit vorne. Und dann haben wir noch ein Rennen. Hallo Okutama. Nee, und dann noch im Regen. Ernsthaft? Ja, ich wollte schon den Start ein bisschen überholen. Den ersten habe ich ja schon kassiert sogar. Im Vorderen ist es jedenfalls den nächsten Martin, aber nicht in dieser ersten Mal, den wir fahren. Wir fahren ja etwas speziellere Version, wir fahren ja die WIP-Version von dem Auto. Weil das ja ein bisschen mehr Leistung hat, als er da hinten. Das ist, was ein bisschen hilft. So, den ersten habe ich. Und der Teamkollege macht sich auch jetzt langsam auch mal noch ein, zwei Autos zu holen. Hängt schon mittlerweile auf P8, also der kommt auch gut durchs Feld. Ja, es gab schon Zeiten, wo diese Strecke mir überhaupt nicht gelegen hat, wo ich wirklich regelmäßig hier Letzter geworden bin. Mittlerweile habe ich auch schon den einen oder anderen Sieg hier auf dieser Strecke. Das war die Tunnelwand. Na komm, ich bin wieder gekriegt. Wir haben jetzt schon fast 70% des Rennens zurück. Führen momentan sehr eindeutig. Das heute hat er aber wohl. Hängt jetzt auf die 7. Sehr kurvenreiche, 92% haben wir schon durch. So, und jetzt gehen wir an die letzten Meter und holen uns den Sieg hier beim Okutama Sprint. So.
Und dann haben wir jetzt noch den Abschluss in Paris mit auf der Avenue de New York. Und da wollen wir uns den nächsten Sieg holen. Und wir stehen auf P6. Das ist sehr, sehr gut. Das heißt nicht allzu weit hinten. Letzte Rennen der Serie. Oh, ich glaube, das Rennen geht gleich los. So, ein Mustang auf jeden Fall vor uns. Der aber auch direkt mal die Lücke, die er gleich zuwirft. Sorry, Kollege, ich habe mich mal... Die Warte habe ich nicht gesehen. Ja, da drückt sie sich wieder vorbei. Okay. Schade. Ja, war klar. Da hat sie sich wieder irgendwie vorbeigehauen. Der Mustang hier von mir. Ja, die lässt sich nicht so einfach überholen. Klar, ist wahrscheinlich vom Namen her ihr Heilbrennen. Alter, ja, das war klar. Aber es reicht, um in Führung zu gehen. Ich habe zu kurz im Drift mal alle geknackt. Das war wieder weniger ein bisschen unabsichtlich eigentlich, dieser Drift. Aber es hat gereicht, um ein bisschen die Tunnel zu landen. Und dann vorne schön ranzufahren und dann die Führung zu übernehmen. Puh, Glück gehabt. Aber auch mal gucken, wenn es funktioniert, funktioniert. Zumindest 3 Runden hier auf der Strecke. Haben wir die erste Serie schon mal durch. Da flogen ein paar Reifen um die Strecke. Ich hoffe, dass das... So, jetzt ist der Kollege 10. Der kommt aber auch nicht aus dem Verkehr da hinten raus. Ja, es... Wir haben auch viel Dusel, dass wir einfach durchgedriftet sind. Später. Ich wollte schon Nachrichten wieder bei die PSN. War keine PC-Version. So, und dann haben wir die erste Runde durch, 2,5 Minuten. Tolle erste Runde. Du bist in Führung. Ich kann mich jetzt ein bisschen weg absetzen. Wo wir hier, glaube ich, war die Kurve, ich immer da vorbeigeflogen, wo ich vorbeigedriftet bin. Ja, hier fährt es immer vorne. Ja, jetzt machen wir noch.
Aber wir haben es bisher noch nie geschrieben, heute zwei Runden auf dem Grid, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe. Der Teamkollege jetzt vorne auf Platz 8 liegt. Können wir uns weiter absetzen. So, da ist das Ziel. Wir gehen jetzt in unsere letzte Runde. Letzte Runde. Bleibt bis zum Ende in Führung. Liegen wir noch Reifen auf der Straße. Ich war viel zu schnell, anders konnte ich Kurve jetzt nicht anfahren. Ich musste jetzt in diese Drift reingehen. So. So, einmal anbremsen hier und dann sind wir gleich durch schon. Jetzt weiß ich sogar vor heute schon durch. Das war ein langer Tag, muss man sagen. Wir sind 4 Rennen gefahren. Da steht es morgen dann auch noch mal bevor. Das könnte nochmal eine neue Bestzeit werden. Ja, ist uns geworden. 23.010, wenn ich es richtig gelesen habe. Ich habe 230.010, wenn ich es richtig mitgelesen habe. Aber müsste das immer eine neue Bestzeit gewesen sein. 223.010, ja, tatsächlich, gut. Die haben wir nochmal minimal gedrückt. Davor waren sie, glaube ich, 223.5 oder so. Jo, Platz 7 ist es geworden von unseren Teamkollegen. Und wir haben das Ding sowas von souverän gerockt. Jo. Gut, dann haben wir's, liebe Leute. Dann sind wir durch mit Quid. Zumindest für heute. Leider keine Chance von unserem Teamkollegen, der da mal irgendwie aufzutauchen. Aber dafür haben wir es dann quasi mit 4 Siegen souverän gelöst. Dann gibt's morgen weiter mit den International Street Team Super Hedges. Eva zum mal mit 4 Rennen. San Francisco, Paris, Barcelona und Okutama zum Abschluss. Und dann geht das große Finale in Paris mit dem Showdown. Ja. Gut, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ich wünsche euch noch einen schönen Mittwoch. Ciao.